Also es war genauso wie in der Anfangszeit, wo noch ISO und Wohingenau auf Turnieren erlaubt waren. Wenn dann Leute ISO Wohingenau gespielt haben, das war dann wirklich so dermaßen frustrierend und die Spieler haben sich dann schon gerne mal ein paar gemeine Blicke eingefangen, wenn man gesehen hat, okay, da ist schon wieder jemand mit Wohingenau. Da ist wieder jemand mit ISO. Und wenn es dann zwei von diesen Spezialisten gab, die auf ein Turnier gegangen sind und hatten Wohingenau oder ISO mit dem Team, und die haben dann gegeneinander gekämpft, dann konnte man schon sagen, okay, komm, ich gehe jetzt nach Hause. So schlimm war das damals wirklich. So schlimm war das damals. Und zwar nicht, weil man dann gesagt hat, okay, ich spiele beim Turnier nicht mehr weiter, sondern da ist man zur Turnierleitung gegangen und hat gesagt, so ja, der und der spielen gerade gegeneinander. Dann geht es morgen weiter. Und die so, hä, wieso? Und dann hat man gesagt, ja, der hat Wingen am Team, der hat es im Team. Wann geht's morgen weiter? Wird doch garantiert darauf hinauslaufen, dass das Ganze jetzt Ewigkeiten in Anspruch nimmt, alle Matches erst später stattfinden können und das Ganze dann auch morgen halt verschoben wird. Dann hast du immer wieder gesehen bei den Leuten, oh nein, nicht schon wieder. Und die Matches wurden dann erfahrungsgemäß immer verschoben. Wenn es im allerersten Match passiert ist, dann konnte man im Prinzip noch nicht nach Hause gehen. Mist, das ist Nidorino. Hier, ein Nidorino. Das dürfen wir. Das dürfen wir fangen. Okay, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das dürfen wir fangen. Weil es eine neue Route ist natürlich und weil es ein Pokémon ist, was Gary Eich eingesetzt hat. Wenn das quasi im ersten Match passiert ist, dann wurde es nicht auf den nächsten Tag verschoben. Dann wurden einfach die Kämpfe angepasst. Da konnte man teilweise dann noch was regeln und sagen so, okay, komm, wir machen mal ein bisschen hinne, drücken mal ein bisschen auf die Tube und machen die Regeln vielleicht anders. Von wegen, dass es, oh, Chi-Chi entwickelt sich, dass es quasi von einem Punktesystem der Turnierkampf umgeswitcht wurde auf ein reines K.O.-System, dass im Prinzip ja, die Anzahl der Kämpfe einfach dadurch minimiert werden konnte. Und da ließ es sich dann noch was machen. Aber wenn das Turnier schon mitten im Gange war und es, keine Ahnung, quasi der vierte oder fünfte Kampf war von sieben oder acht Kämpfen, dann wurde meistens gesagt, ja komm, okay, wir treffen uns morgen früh um 10 hier nochmal und bedanken könnt ihr euch alle bei den zwei Experten. Und da war es dummerweise auch so, man hätte es lösen können, solche Probleme. Und hätte sagen können, okay, komm, derjenige, der als erstes nur noch sein Wohingenau oder nur noch sein ISO hat, der gibt halt auf. Aber die Leute haben natürlich da nicht mitgemacht. Haben gesagt, ja, ich kann aber meinen Wohingenau besser ausspielen als der. Ich will den Kampf noch zu Ende machen. Aha. Und damals war es ja auch viel, 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 viel schwieriger, die Kämpfe auch wirklich, sag ich mir mal, zu überwachen, zu kontrollieren. Und dann war es teilweise wirklich so, dass dann einer, keine Ahnung, ein Elixier eingesetzt hat zum Beispiel, obwohl Items nicht zugelassen waren. Und ja, dann gab es dann immer solche Streitfälle von wegen, ja, ich habe es genau gesehen, der hat gerade in dieser Runde ein Elixier eingesetzt. Und gucken Sie sich das an, der hat noch volle AP, obwohl mein Wing genau so und so viele AP nur noch hat. Und dann, ja, nee, mein letztes Pokémon ist doch gerade erst gestorben. Hast du es nicht gesehen? Das ist das erste Mal, dass Wing genau jetzt gerade in den Kampf reingekommen ist. Bei manchen Experten war es dann so, das ist Wing genau zum allerersten Mal in den Kampf reingekommen ist, aber schon Lebenspunkte verloren hatte und keine einzige Attacke eingesetzt hatte. Da haben sie immer versucht, sich rauszureden, ja, ich habe es vorhin eingewechselt und eine Attacke gefressen und dann anders gewesen. Oh, es war eine anstrengende Zeit. Ich bin dann auch quasi immer seltener auf solche Turniere gegangen, weil es einfach die Spieler damals waren, die sehr, sehr anstrengend war, weil es immer wieder zu solchen Problemen gekommen ist. Dann wurde nach einer gewissen Zeit dann auch eingeführt, dass quasi ISO und Wohingenau nicht mehr in Turnierkämpfen zugelassen sind, genau wegen solchen Problemen. Nach einer gewissen Zeit wurde eingeführt, dass Pikachu und zwischenzeitlich sogar mal Evoli und sämtliche Evoli-Formen in Turnieren verboten waren.
Einfach deswegen, weil die Pokémon so dermaßen beliebt waren, dass in jedem einzelnen Team ein Pikachu drin war. Und es einfach langweilig geworden ist, wenn in jedem Team ein Pikachu drin ist. Genau dasselbe gab es im Prinzip auch mit den legendären und sublegendären Pokémon. Also in der allerersten Generation Radikal, da können wir weiterkämpfen. In der allerersten Generation war es zum Beispiel so, dass Zapdos, Lavados, Arctos extrem stark waren. Deswegen in manchen Turnieren halt wirklich nur deswegen gebannt waren. Und nicht gespielt werden durften, weil es einfach langweilig gewesen wäre, weil jeder diese Pokémon ins eigene Team aufgenommen hat. Genauso war es im Prinzip auch mit Dragoran. Dragoran ist gar kein legendäres Pokémon, war aber teilweise wirklich gebannt, weil es quasi in der allerersten Generation, objektiv betrachtet, einfach so das stärkste Pokémon von den nicht legendären Pokémon war, was es überhaupt gab. Mewtwo, Mew, alles exakt dasselbe. Dass die Pokémon quasi allein deswegen, weil sie so stark sind und natürlich, weil sie so beliebt sind, nicht gespielt werden durften, weil ansonsten einfach die Kämpfe langweilig gewesen wären und jeder einzelne Kampf oder jedes einzelne Match zwischen denselben Pokémon stattgefunden hätte. Und zum Glück hat sich das alles dann relativ gut alles geklärt und vor allem, wo es dann anfing, dass quasi man auch gut übers Internet Turniere spielen kann und an Turnieren teilnehmen kann, da wurde es dann wieder richtig, richtig nice. Also in der Zeit, wo Pokémon Schwarz und Pokémon Weiß draußen war, da habe ich einfach so dermaßen oft mit an Turnieren teilgenommen, an Turnieren, bei Turnieren mitgespielt, dass ich dem Jahr endlich geschafft hatte, sämtliche Qualifikationspunkte zu sammeln, um an der WM teilnehmen zu können. Und hatte mich dann registriert und an der WM teilgenommen. Und weil das alles aber damals noch so, sag ich mir mal, schon so ein kleines bisschen neu war mit den ganzen Regelungen, war es dann einfach so dermaßen ärgerlich, dass ich bei der WM mein Team, was ich mir zusammengestellt habe, ziemlich hart versaut habe. Und das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr geärgert. Das hatte ich versaut in dem Sinne, Nidoran braucht unbedingt noch einen Namen. Das hatte ich versaut in dem Sinne, dass ich mir extra für die WM ein neues Team zusammengestellt hatte. Hab's quasi komplett neu rangegangen, wollte nochmal ein bisschen mehr aus dem ganzen Team rausholen und nochmal ein besseres Setup, eine bessere Composition mit besseren Attacken und allem möglichen und weniger Schwächen zusammenbekommen. Hatte damals mir auch ein Team zusammengestellt, was richtig, richtig lit war, richtig abgegangen ist, wo niemand eine Chance gegen hatte. Und damals ging es zum Beispiel auch noch gar nicht mit Silberkronkorken, Goldkronkorken. Die Pokémon so extrem zu maximieren. Da musste man noch wirklich nicht nur Tage und Wochen, da musste man Monate teilweise breeden, um ein richtig gutes Pokémon rauszubekommen, was man wirklich auch so einsetzen konnte, so einsetzen wollte. Und da war es dann so, dass ich mir ein komplettes Team, so wie ich es mir vorgestellt habe, zusammengestellt habe. Und habe das Team dann für die WM angemeldet. Direkt, wo das Team fertig war, habe ich dann alles nochmal gegengecheckt, alle Werte überprüft, alle Attacken überprüft und das Team für die WM angemeldet. Es war auf dem 3DS damals und dummerweise war es aber so, dass man, wenn man einmal ein Team für die WM angemeldet hatte, der Auswahl nicht mehr ändern konnte. Man konnte das Team nicht mehr zurückziehen, man konnte kein anderes Team für die WM anmelden, man war an das gebunden, an das Team, was man angemeldet hatte. Und ich habe so die ersten Matches quasi in der WM Phase 1 gespielt, habe die Gegner alle geplättet, habe die Gegner alle besiegt und bin relativ gut zurechtgekommen, aber es hat mich schon ein bisschen so geärgert. So. Ich hab die Gegner besiegt bekommen. Die Kämpfe waren knapper, als sie hätten sein sollen. Also es waren, da waren teilweise sehr, sehr gute Teams dabei, die wirklich sehr, sehr knapp ausgegangen sind. Oh, ein Krabi! Nein, ich habe schon Nidorino! Oh Mann, ich habe Nidorino gefangen, aber da ist ein Krabi. Krabi hätten wir auch nehmen dürfen. Ich habe im Prinzip die Gegner besiegt
Und teilweise auch sehr. Nein, 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 nein. Das hier soll mit dem wollen wir an der Seite reisen, aber das soll einen Namen kriegen. Aber ich war enttäuscht von dem Team einfach. Ich war sowas von dermaßen enttäuscht, dass das Team nicht so gut funktioniert hat, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Wie nenne ich ihn den mal? Irgendwie tendiere ich zu Horst. Och, warum nicht? Komm, wir nennen den Horst. Ja, wir nennen den Horst. Wir machen es einfach. Wir nennen den Horst. Der Horstel. Horst. So. Oh mein Gott. Jetzt heißt er Horst. Okay. Ist beschlossene Sache. Er heißt Horst. So. Also, Gegner besiegt. Alles okay. Aber halt wirklich, ich war enttäuscht, dass das Team nicht so hart durchgeschnetzelt hat, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte und wie es erfahrungsgemäß eigentlich hätte sein müssen bei einem Team, was noch besser war als mein vorhergehendes Hauptteam. Für diejenigen, die es interessiert, was es für ein Team war, es war im Prinzip hauptsächlich ein Wetterteam, was auf Quaxo und ach Manu, was auf Quaxo und Seedrucking optimiert war. Sehr nice, sehr heftig. Das geht ab. Seedrucking ultra gut. Da noch ein Quaxo, was Regen rausbringt für Seedrucking. Nice, geht ab, kann ich empfehlen. Und dann gucke ich drauf auf mein Team und denke mir so. Nein! Nein! Hab den Grund gefunden gehabt, warum das Team quasi so schlecht in Anführungszeichen war. Klar, ich habe die meisten Kämpfe gewonnen, also mal so 80% aller Kämpfe habe ich gewonnen und alles. Aber vor allem habe ich auch Teams gesehen, die richtig schlecht zusammengestellt waren. Richtig, richtig schlecht zusammengestellt, aber trotzdem habe ich die nicht einfach weggeschnetzelt, sondern musste teilweise wirklich gucken und überlegen, was setze ich als nächstes ein. Und die Attacken haben alle gefühlt zu wenig Damage gemacht und alles. Und der Hauptgrund war, bei der Turnieranmeldung stand da, alle Pokémon werden auf Level 50 gesetzt. Egal was, egal wie es auch kommt, die Pokémon werden einfach auf Level 50 gesetzt und haben dann die Stats, die sie auf Level 50 haben würden. Dummerweise stand halt nicht mit da, dass die Pokémon nur, wenn sie ein höheres Level haben als Level 50, auf Level 50 runtergestuft werden. Bis dato stand in jedem einzelnen Turnier da, ob Pokémon runtergestuft werden, ob Pokémon raufgestuft werden. Und bei der Turnieranmeldung für die WM, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Jahr das war. War das 2016? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall das Jahr, wo die WM in Pokémon Weiß, Pokémon Schwarz stattgefunden hat. Weiß 1, Schwarz 1, nicht die 2. Und da war es halt so, dass extra da stand, dass sämtliche Pokémon auf Stufe 50 gesetzt werden. Gesetzt ist was ganz anderes als runtergestuft. Und meine Pokémon waren halt teilweise noch auf Level 32, auf Level 37, weil sie einfach da schon sämtliche Attacken bekommen haben, die sie brauchten, um in dem Team gut zu funktionieren. Manche Pokémon waren Level 80, Level 60 rum, aber manche halt Level 30 rum. Und so war es dann halt so, dass mein halbes Team auf Stufe 30 gegen Stufe 50 gekämpft hatte und von der Warte her schon echt nice, dass die mit 20 Leveln Unterschied, was wirklich massiv ausmacht, massivst ausmacht, dass sie da immer noch sehr, sehr heftig dem Gegner zugesetzt haben und die meisten Gegner halt wirklich auch ordentlich besiegen konnten. Aber ja, das war natürlich keine Chance, die WM zu gewinnen oder auch nur auf die vordersten Plätze zu kommen, wenn ich mit Pokémon antrete, die 20 Level unter den gegnerischen Pokémon sind. Die ganzen Crap-Teams, kein Problem, selbst mit 20 Level Unterschied, überhaupt kein Problem, die ganzen Teams auseinanderzunehmen. Aber die Teams, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, was er spielen will, wo wirklich eine Strategie dahinter stand, die waren schwieriger zu besiegen. Und die Teams, die wirklich gut aufgestellt waren, die entweder zu dem Zeitpunkt quasi eins der Meta-Teams waren, oder aber ein Team, wo einfach wirklich, man merkt, da steckt
mehr dahinter, als einfach nur auf irgendeine beliebige Website zu gucken und nachzuschauen, was andere Turnierspieler gerade für Teams spielen. Gegen die hat man dann schon größere Probleme gehabt und ist dann mit den 20-Level-Unterschied halt wirklich auch auseinandergenommen worden. Das Gute an Pokémon ist, man sieht relativ gut, wie gut das eigene Team ist. Ob das eigene Team eher so im Durchschnitt ist und, sag ich mir mal, ganz, ganz knapp gegen den Gegner nur verliert, oder ob das eigene Team quasi komplett auseinandergenommen wird. Oder halt, ob man den Gegner knapp besiegt, beziehungsweise auch komplett auseinandernimmt. Und zwar geht es da im Prinzip wirklich nur um die Runden, um die Anzahl der Runden. Wenn man selber. Was hat er mit 5000? Ich hatte keine Verwendung für meinen Nugget, das habe ich, wegen habe ich es verkauft. Und sage und schreibe 5000 bekommen. Also gut. Ist der ganz normale Deal, den man immer bekommt, aber egal. So, gerade genau. Und zwar geht es da im Prinzip nur um Runden. Wenn man den Gegner besiegt, aber der Gegner quasi nur noch ein Pokémon hatte, man selber nur noch ein Pokémon hatte und der Gegner eine einzige Runde später besiegt hätte oder in derselben Runde noch besiegt hätte, wenn er zuerst dran gewesen wäre. Dann ist das ein sehr knapper Kampf gewesen, dann waren beide Teams im Prinzip mehr oder weniger gleich gut und wenn der Gegner, wenn man selber irgendwo einen Fehler gemacht hätte oder der Gegner irgendwo einen Fehler weniger, dann wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Das ist also ein sehr knappes Match dann. Wenn der Gegner quasi mit einer Runde Vorsprung gewinnt, dann ist es genau dasselbe, bloß halt umgedreht. Und wenn es schon so zwei, drei oder mehr Runden sind, mehr als drei ist das schon wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig. Dann ist es so, dass man wirklich sagen kann, okay, hier das Match konnte man im Prinzip gar nicht gewinnen, weil da einfach so ein massiver Unterschied im Skill und oder in der Team Composition liegt. Und das kann durchaus auch echt frustrierend sein bei Pokémon. Dass man im Prinzip in Anführungszeichen genauso gut spielt wie alle anderen, aber jedes einzelne Match verliert. Wenn man dann halt jedes einzelne Match mit einer einzigen Runde Unterschied oder einer halben Runde Unterschied nur verloren hat. Genauso kann es eben auch sein, dass man jede einzelne Runde gewinnt und denkt sich so, boah, das Team, das skript so durch und niemand hat auch nur den Hauch einer Chance. Aber wenn jede einzelne Runde so knapp, jeder einzelne Kampf so knapp einfach ausgegangen ist, dass der Gegner nur eine einzige Attacke mehr gebraucht hätte oder eine Attacke mehr getroffen hätte sein müssen, dass die Attacken einfach daneben gegangen sind oder so, und der Kampf hätte anders ausgesehen. Dann kann man irgendwo nicht sagen, okay, das Team hat den Gegner einfach niedergemäht, sondern dann ist es einfach nur Glück gewesen, dass man in dem Fall dann jeden einzelnen Kampf gewonnen hat. Klar, dieses Glück in Anführungszeichen kann natürlich 20, 30 Kämpfe am Stück andauern. Dann ist man vielleicht sogar minimal besser als der Gegner, aber halt wirklich nur so minimal besser, dass man knappe Kämpfe erzwingen kann, in denen es wirklich drauf ankommt, wer jetzt als allererstes soweit ist. Horst entwickelt sich! Das war Nidoran, das war Nidoran männlich, okay. Also kriegen wir jetzt ein Nidorino raus. Perfekt. Ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich braucht man ja Mondstein, wenn sich Nidorino weiterentwickeln soll. War aber ein männliches Nidoran. Perfekt. Horstel. Der Horstel hat sich weiterentwickelt. Finde ich so nice. Und wenn wir dann Mondsteine bekommen, dann würd ich aber trotzdem erstmal unsere Frieda weiterentwickeln, bevor ich Horstel weiterentwickle. So, hier sind noch mal zwei Pokébälle. Fünf Pokébälle in dem einen drinne und hier oben ist noch einer. Ich bin gespannt, was da drin ist. Bestimmt ein Fluchtsaal, oder? Nee, Superbälle. Nice, okay. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier oben in der Mine erwartet, in der Höhle. Die werden wir uns nämlich jetzt gleich anschauen.